Ich muss auch noch einen ins Werk schlafen legen. Ich träume von dem Sound heute Nacht. Dun dun dun. Dun dun. Dun dun dun. Ja, die zwei dumpfen Klänge hintereinander heißt, dass die Holy Power wieder auf Null ist. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber wenn du willst, gehe ich jetzt gleich mal kurz offline und schalte es kurz aus. Das ist eine gute Idee. Aber erstmal will ich noch einen Zwerg schlafen legen. Wir sind gerade keine mehr da. Alle abgefahren. Oh, Zwerg! Ja, ich weiß! Da läuft auch ein Zwerg. Da läuft der hin. Zwerg! Bleib stehen, Alter! Was geht denn mit dem Zwerg? Hey Zwerg, sag mal, was geht mit dir? So, Lunks Abenteuer, launische kleine Zwerge, Quest beenden. Lunk geht wieder. So, jetzt bringen wir noch einen. Hey, ich hab das Zeug gleich alles beim Zwerg bekommen und jetzt taucht er auf. Lunk, du bist eine Pfeife. So, ich brauch noch einen Feuerelementar irgendwo her, von dem ich die Ofenflasche füllen kann. Wie viel Cooldown hat eigentlich diese Höllenfeuerbestie, die ich da krieg? 10 Minuten. Das heißt alle 10 Minuten. Und dann, aber die hält dann auch 2 Minuten. Was passiert, wenn ich töten tue? Geht der dann irgendwann? Nee. Achso. Ich hab gerade gesagt, dass ich so aufhören mit töten oder das nicht machen. Das massakert dauernd. Kill einfach die Zwerge. Aber setz dich auf Zwerge und zerquetscht sie, ne? Nee, er legt sie nur schlafen. Also wenn sich ein fetter Typ auf mich draufsetzt, dann schlafe ich ein. Ja. Sehr sinnvoll, Blizzard. Sehr sinnvoll. Ist genauso sinnvoll wie Grimtales. Ja, dass das Spiel Sinn macht, ist sowieso. Ja, das sage ich schon seit dem ersten. Ich hab allgemein nichts für Wimmelbildspiele. Spielen könnte ich sowas auch nicht, aber Gronkh könnte ich tagelang dabei zusehen. Ja, wenn er verzweifelt, das ist das Lustigste. Ja. Wir sind schon echt böse, wir finden Verzweiflung toll. Das ist echt traurig. Die Zuschauer gehen nach Blut und ich verzweifeln. Ich gebe jetzt mal schnell die Quests ab, du machst in der Zwischenzeit deine Quests weiter. Böses, böses Volk! Ich finde keine Zwerge mehr, wird zu viel gequestet. Was gibt denn am meisten coole die Hosen? Oh, leck das wieder das Loch. Sie hat fast wieder reinkupft. Ich wollte schon fast springen, aber hinter der Kuppe ist dann auf einmal dieses Viereck auftaucht. So. Alle Spinnen tot, das macht mich traurig. Es ist zum Weinen immer auf die Kleinen. So, dann schalte ich mal ganz kurz hier Kitty aus. Das ist eine gute Idee. In der Zwischenzeit esse ich was. Om nom nom. Es sollte einen Bergsteigertitel geben, definitiv. Na dann. Zeller Loot können wir anlassen. Hier Kitty, Moment. Mach ich mal für ihn aus. Wo habe ich es jetzt gehabt? Hier war's. Ich verstehe nicht, wie du das die ganze Zeit aushaltest. Dum, bum, 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 dum, 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 dum. Batz! Und erstmal das Knie ankaut, so ist richtig. Einmal feste gegen Tischknalle hier. Hat aber wenigstens nicht wehgetan. Ja, solange es nicht wehtut, ist auch schon in Ordnung. Ich bin mit der stumpfen Seite aufgekommen. Dunk. Mit der gepolsterten.
So, jetzt müsste ich eigentlich fast irgendwas machen, während der Chrissy hier... Letztens wurden wir von unserem inaktiven Kanalleiter auf Facebook für diese Ice Bucket Challenge nominiert. Ach ja, stimmt, das hatten wir auch noch gemacht. Sehr faszinierend. Mhm. Danke nochmal, Timon, du Arsch. Danke, Paulus, für das schlechte Wetter. Wir haben ganz einfach, 5 Minuten später hat es auf einmal angefangen zu stürmen und zu hageln und zu regnen und wir dachten uns, okay, wir stellen uns einfach raus. War eine tolle Idee. War eine super tolle Idee. Es hatte wie viel Grad? 15 Grad oder so. Maximal. Und es hat gehagelt und es war nass. Also mir hat es eigentlich gar nicht mal so viel ausgemacht. Ja. Es war nass. Nass. Ja, und... Ich muss mal noch mit Rüger danach herschreiben nach der Aufnahme. Ich will von ihr auf jeden Fall noch so ein Video haben. Ach, ja, stimmt. Wir haben sie ja nominiert. Aber der Einzige, den wir nominiert haben bisher und der es gemacht hat, das war John. Mhm. Der Typ, der hier mal im Hintergrund in der Aufnahme gesessen hat. Mit dem legendären Sprung, Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Mhm. John, tut mir leid, aber der Sprung war sowas von blöd, den mussten wir einfach drin lassen. Er wollte das ja, dass wir den rausschneiden hinterher, aber... Jeder sagt Servus und denkt dran, Nudeln schmecken ohne Tomaten, ich tut mir leid, zu geil. Ja, also, wie er den gesagt hat, da habe ich mir gedacht, der bleibt sowas von drin. Da denke ich gar nicht dran, das rauszuschneiden. Das war genauso wie mit seinem Bruder, wie der Hamperer hinter uns in die Aufnahme stolpert. Das ist halbnackt. Halbnackt. Du willst gar nicht wissen, wie der gestern wieder unten im Wohnzimmer gesessen hat. Der hatte wieder nur noch eine Unterhose an. Ansonsten oben ohne, der war wie so ein richtiger Assi vom Fernseher mit dem PC davor. Mein Gott, der ist so ein schwuler, behinderter Blutelf-Paar und glaub mir, die ganzen Viecher hier. Mach dein PvP an, dann gibt's ein paar Klatschen hier. Das ist ein Krieger. Hab ich Paula gesagt? Entschuldigung, bei Blutelf denke ich immer an Paula. Ja, weil es Blutelf-Krieger ja auch erst seit Kater gibt. Ey, Jung! Ich gehe ihm jetzt voll auf den Keks, bis ich laufe ihm jetzt die ganze Zeit im Kreis um den herum und irgendwann wird er dann sich auslocken, weil er aufgibt. Oh mein Gott. Wie viel brauchst du noch? 4 Ofenflaschen und... 4 Ofenflaschen habe ich. Hier sind so viele Leute am Questen. Wieso? Ach genau, Zwerge. Da war ja was. Ich bin gerade überlegen, ob ich nebenbei was machen soll. Kannst du zuschauen und Witz erzählen? Nee, ich meine, ob ich jetzt auf irgendwas umloggen soll und irgendwas zeigen soll oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber da fällt mir gerade spontan nichts ein. Haltspinnen habe ich ja schon. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Wie ich den Witz vorgestern gehört habe. Alter Schwede, der ist sowas von derbe. Aber er stimmt. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, die Flasche abzufüllen. Du bist aber auch manchmal... Ich habe irgendwie mein Hirn ausgeschaltet, oder? Wo ist denn der Anschalter für dein Hirn? Das weiß ich leider nicht. Ja, das kann von Arthur reden. Klatscht dir drauf. Eigentlich hätte ich den gar nicht töten müssen. Hätte ich schon, aber ich hätte ihn abfüllen müssen. Ja, erst abfüllen, dann töten. Weil betrunken sind sie viel leichter zu killen. Das musst du ins Schergrad machen. Musst du den Ogre abfüllen. Ja, da gibt's eine Quest. Die ist richtig lustig. Musst du die Fässer hinschlüsseln. Habe ich, glaube ich, ein oder zweimal gemacht bisher. Ich hab's mit meinem Priester das letzte Mal gemacht, wie ich den Nur weil das Ogerbier so verdammt stark ist, dass die jeden normalen sterblichen Namen. Ogerbiers! Wieso habe ich jetzt das Viecher-Aggro? Kann mir das mal einer erzählen? Denn Wichtel hat Aggro. Butzkelle. Also irgendwann schaffen wir die Quest heute noch. Jetzt bin ich immer noch nicht Level up. Ach Leute! Wieso questen hier so viel? Ah, jetzt können wir. Weil es ein tolles Questgebiet ist und jetzt diesmal nicht die Abfüllen vergessen. So, okay. Ja, genau. So, jetzt.
Jetzt machen wir Heimzahlen, weil wir. Ja, genau, verfehlen, hast recht. Widerstehen, verfehlen, widerstehen. Ich gehe mal in Sicherheitsabstand. Irgendwas stirbt heute noch. Nimm Lukas, der steht doch eh drauf. Aber scheiße, der ist gerade arbeiten. Wieso mache ich so wenig Schaden? Kann mir das mal einer erzählen? Haben die eine hohe Feuerriese vielleicht? Das kommt mir nämlich so vor. Aber wenigstens bin ich Level up. Wenigstens ja. Ein positives Erlebnis heute. Ja genau, spring mal ins Gesicht, hast recht. Den kannst du auch abfüllen. Ich weiß. Bei dem habe ich bis jetzt 4 Flaschen abgefüllt. Ja, der spawnt am schnellsten. Da unten sind wieder ein Haufen Elementare. Da sind gerade 3 am Stück. Das ist der Chaos-Blitz. Gott, doch, das ist auch Feuerschaden. Das erzählen wir gleich mal. Das ist Chaos-Schaden. Stoff. Oh, ups, ich hab auf Verbrennen geguckt, sorry. Meiner Meinung nach haben die Viecher einfach nur ziemlich hohes Feuer-Resi. Da fühlt man sich als Destroyer richtig wohl. Ja, ist halt die Sache, dass beim der Hexenmeister alles entweder Chaos, Schatten oder Feuerschaden ist. So, jetzt setz dich drauf auf den hässlichen Zwerg, so ist gut. Hin und wieder gibt's auch Fähigkeiten mit Schattenfeuerschaden. Oh, ich soll vielleicht mal die Elementare looten, dann würden sie auch mal wieder schneller respawnen. Ne? Also wie gesagt, hier waren gerade ein paar Elementare. Sind die immer noch da? Die hat der Krieger weggefunden. Nee, da, hier sind 3. Kannst ja, jetzt warte, jetzt lasse ich den erstmal hier auf sein Zwerg draufsetzen. Kannst alle nehmen, dann tanke ich sie dir. Also alle kurz Quest halten und dann... Bevor sie irgendjemand anders holt. Ich bin schon auf dem Weg, ich kann das im Moment nicht aufmachen, weil ich noch im Kampf bin. Nicht. Mach schon mal Gesichtsagro. Gesichtsagro. So, jetzt hat alle. Erste abgefüllt, zweite abgefüllt, dritte abgefüllt. So, jetzt müssen wir noch einen abfüllen und 3 einschläfern. Siehst, so geht es doch schnell. Nur am besten Spawnpunkt warten. Da hast du einen Kiefer gegen Tischkanten. Ach, halt brauche ich ja nicht mehr. Oh mein Gott, was für eine neue Graupfute. Graupfute? Cool. Nicht wieder ins Loch fallen, weil du schon so nah da dran vorbei reitest. Du und dein Loch immer. Die Löcher ziehen mich magisch an. Ich weiß nicht wieso. Ist auch da, wenn du dann nur mal eine fallst. Das ist ja Urinstinkt, glaube ich. Ich muss doch noch einen abfüllen. Ja. Wieso hab ich dann den gerade vorhin nicht abgefüllt? Grundsätzlich nix. Weil du schon wieder Brain AFK bist. Ähnlich wie Timon, der auch gelegentlich mal 24-7 Brain AFK rumläuft. Ja, Timon, der ist irgendwie Sommerschlaf AFK. Ja, weil, wenn es euch mal aufgefallen ist, Timons letztes Video kam so Anfang Mai. Also ich meine, irgendwas mit 11. Mai gelesen zu haben, wo sein letztes Video online gekommen ist. Hochgeladen hat er das dementsprechend etwas früher. Das und aufgenommen noch früher. Bedeutet, der hat seit Anfang Mai nichts mehr gemacht. Für den Kanal hier. Das ist unser Team, wie er lebt und lebt. Was mich aber am ehesten an ihm aufregt, ist, dass der überhaupt nichts fertig bringt. Er macht immer nur halbe Sachen. Die Ideen sind immer ziemlich gut, die er hat, aber irgendwie... Er bringt sie nicht zu Ende. Der ist genauso wie ich. Ich bin kein Freund von halben Sachen. Ja, der sollte mehr Irulentes trinken. Halt nein, er darf kein Irulentes trinken, als in der halben Sache. Jetzt ist er umgekippt, mein Gott, die Zwerge von heute halten auch nichts mehr aus.
Erst beschwerst du, dass du zu wenig Schaden machst, jetzt beschwerst du, dass du zu viel Schaden machst. Das ist aber ein Unterschied. Das eine war ein Zwerg und das andere war Feuerelementar. Alles ein Feuerelementar. Bald haben wir's. Wie soll ernährt sich das Eichhörnchen? Jetzt brauchst du noch zwei Dampfschmiede, brauchst du noch. Zwei Zwerge, die nicht gleich wieder umkippen. Vielleicht hat der K.O. oder ist das Eck. Ich frage immer nur, wie man da reinfallen kann. Ja, ich hatte da so ein bisschen Lag und das habe ich am Anfang nicht gesehen. Außerdem bin ich von der anderen Seite gekommen, von dem Hügel und bin dann einfach weitergelaufen. Da einmal. Nicht euer Ernst, ich bin jetzt das einzigste Loch auf der ganzen Mitte gefallen. Ja, gut, selbst da wird man es auch rechtzeitig sehen. Ja, jetzt dachte ich sehe den Pferd, aber ist er wieder unser Held Graupfote. Champion von Eisenschmiede. Wiederbelebungsnachwirkungen. Wollen wir rekonstruieren, was ihm passiert ist? Warte, ich bring mal nochmal in das Loch. Oh, da ist ein Zwerg. Der läuft schon die ganze Zeit wahrscheinlich hinterher und ich krieg's nicht mit. Wahrscheinlich. So, jetzt setz dich drauf. Das Lowlife. Das Lustige ist, dass ich deinen Ogre nicht sehe. Das sieht für Außenstehende sehr verwirrend aus. Warum muss es ein stinkender Ogre sein? Da könnte man meinen, dieser Zwerg steht oder sitzt unter Drogen. Steht unter Drogen. Er sitzt unter Drogen, ja genau. Oh, da habe ich so einen geilen Spruch gehört im Highjal beim Questen. Da musst du doch in diese Höhle gleich am Anfang rein und dieses Auge da machen. Und so ein so ein Ogre-Magier sagt, wenn du mit ihm befreundet bist, wenn du mit den Ogern so befreundet bist, sagt dann, du kannst ja mal mit dem Auge sprechen, aber ich glaube nicht, dass es dir zuhören kann. Es ist ja schließlich kein Ohr. Da dachte ich mir, oh mein Gott, ist dieser Magier weise. Schließlich glaube ich nicht, dass es dir zuhören wird. Es ist schließlich kein Ohr. Ja, schau, das passiert mir jetzt mal. Ich werde immer abgemountet. Immer. Also Leute, des geordneten Wahns, Freunde des geordneten Wahnsinns, spielt niemals einen Hexenmeister. Ich weiß schon wieder, warum Hexenmeister dort die häufigste Push-Klasse ist. Weil es so hochlevel total scheiße ist. Er mag am Ende OP sein, aber. Also beim Demo hat es mir Spaß gemacht. Nee, das macht keinen Spaß.